Viele Bürger fragen mich, warum CETA? Und ich antworte dann immer, warum nicht? Und muss man als Bürger denn ein Abkommen nur deshalb ablehnen, weil es ausschließlich den Konzernen nützt? Hören Sie mal, ich bin mitten in meinem... Was? Ja, dann sagen Sie den Leuten von BASF, MAN und den anderen, es ist so gut wie unter Dach und Fach. Ja, vorläufig. Es ist wahr. Das Vorsorgeprinzip, das verlangt, dass Produkte grundsätzlich sicher sein müssen, bevor sie auf den Markt kommen, ist in den EU-Verträgen verankert, aber nicht in CETA. Es wird höchste Zeit, dass der Bürger endlich selbst Verantwortung übernimmt für seine Sicherheit. Zum Beispiel, indem er selbst wissenschaftlich nachweist, dass ein Stoff zweifelsfrei gefährlich ist. Nur dann wird er vom Markt genommen. Denn die Frage muss erlaubt sein, wie wollen Sie leben? Vorhersehbar, immer auf Sicherheit bedacht oder eben wild und gefährlich. Natürlich kann CETA dazu führen, dass bei uns nicht erlaubte Chemikalien auf den Markt kommen, aber Sie wissen doch noch gar nicht, wie diese Chemikalien überhaupt bei Ihnen wirken. Natürlich ist es richtig, dass dank CETA jeder US-Konzern mit einem Tochterunternehmen in Kanada auch die Bundesrepublik verklagen kann, wenn sie ihre Gewinnerwartungen durch rücksichtslose Umweltauflagen verletzt sehen. Ja, was? Ja, natürlich gibt es ein Rechtsgutachten, das CETA den politischen Gestaltungsspielraum der Länder und Gemeinden einengt. Ja, glauben Sie ernsthaft, dass das die Bürger auch nur die Bohne interessiert? Und vielleicht wird das Wasser dann schlechter und teurer. Wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Wasser haben? Trinken Sie halt einfach mal was anderes als sauberes Leitungswasser. Vielleicht eine schöne Flasche Châteauneuf de l'Hypocrise. Ich empfehle den 78er. Und wozu eine Lebensmittelampel? Brauchen Sie diese Bevormundung wirklich? Sie wissen doch selbst ganz genau, wie gut Ihnen das Schweinekotelett für 79 Cent tut. Sogenannte Bürger behaupten nun, CETA sei zutiefst undemokratisch und verfassungsrechtlich problematisch. Sie fragen sich, wie das sein kann, obwohl ja nun die EU extra verfügt hat, dass die nationalen Parlamente über CETA abstimmen dürfen. Nun ganz einfach, weil die Kommission gleichzeitig dafür sorgen will, dass CETA schon einmal vorläufig in Kraft gesetzt wird, ohne das Votum der Parlamente abzuwarten. Und natürlich werden bei einer vorläufigen Anwendung auch Fakten geschaffen, die selbst das deutsche Parlament nicht mehr rückgängig machen kann. Zum Glück. Denn hat nicht der Brexit gezeigt, wohin es führt, wenn man die Demokratie in die Hände der Bürger legt? Wie gut, dass wir Lobbyisten Hand in Hand mit der EU die Demokratie vor der Bevölkerung und ihren unvernünftigen Entscheidungen in Schutz nehmen. Und bedenken Sie, mit einem vorläufigen CETA bekommen Sie auch ein endgültiges TTIP. Sie bekommen also zwei Freihandelsabkommen zum Preis von einem. Ja? Und was gibt es gegen etwas einzuwenden, das vorläufig ist? Tragen nicht die schönsten deutschen Worte die Silbe vor in sich? Vor Freude, vor Spiel, Vorfahrt. Genau. Jetzt habe ich ja endgültig die Schnauze voll. Ach, Sie sind Chef. Ach so, nein, ich meinte vorläufig. Ja. Und vergessen Sie nicht, wir müssen das jetzt machen. Sonst macht es der Russe oder Chinese. Vorläufig, endgültig und natürlich wild und gefährlich.